Heute bin ich in KW Kemberg und spreche zum Thema Kulturpolitik. Als Bundestagsabgeordneter will ich mich dafür einsetzen, dass die Kulturpolitik im Bund mehr Bedeutung erhält. Kultur ist mehr als eine Ware. Sie gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen und ist so etwas wie das täglich Brot. Darum muss es endlich ein starkes öffentliches Engagement und eine verstärkte Unterstützung geben. Unabhängig davon will ich aber auch als Bundestagsabgeordneter die privatwirtschaftlichen Potenziale im Kulturbereich fördern. Der Sektor der Kreativwirtschaft hat in Dessau-Roßlau und im Landkreis Wittenberg bereits Einzug gehalten. Dabei muss eine faire Entlohnung geistiger Arbeit, Unabhängigkeit, Flexibilität und soziale Sicherheit noch besser miteinander in Einklang gebracht werden. Darüber hinaus will ich mich für die Forderung des Kulturkonvents des Landes Sachsen-Anhalt einsetzen. Diese bestand darin, die Förderung des Bundes der UNESCO-Weltkulturerbestätten in unserem Land auf 50% zu erhöhen. Bei diesem Ziel würde unsere Landeskasse um 20 Millionen entlastet werden und könnte so die Kulturarbeit im Land besser ausgestalten. Das betrifft auch beispielsweise unser anhaltisches Theater in Dessau-Roßlau. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich durch unseren Wahlkreis und meine Themen.